Ich bin Annette Giese, arbeite und wohne in Dortmund. Ich bin beim Diakonischen Werk angestellt und arbeite da in einer Jugendhilfeeinrichtung. Ich betreue 8 jugendliche Mädchen und junge Frauen. Alter ist zwischen 14 und 18. Klassische Jugendhilfe ist eh, was Personalschlüssel angeht, immer am Minimum, so dass wir ganz oft alleine in unseren 24-Stunden-Schichten sind. Und was jetzt dazugekommen ist, ist zum einen, dass die Mädchen nicht mehr in die Schule gehen. Das heißt, wir sitzen morgens ab 8 Uhr da und kontaktieren die Schulen, welche Aufgaben werden zur Verfügung gestellt. Die Mädchen müssen dann in ihren Zimmern Aufgaben erfüllen. Und man läuft von Zimmer zu Zimmer morgens und guckt, wo kann man unterstützen, und guckt aber auch, dafür sind sie jugendlich, ob sie es wirklich tun. Und die andere Seite ist, junge Menschen dazu zu bringen, sich in soziale Isolation zu begeben, ist unglaublich schwierig. Wir sind keine geschlossene Einrichtung, also die Tür ist nicht abgeschlossen, aber es ist eine permanente Auseinandersetzung. So. Und wenn ich dann nach 24 Stunden nach Hause komme, bin ich auch durch. Das ist schon insofern nochmal eine besondere Herausforderung, weil die Mädchen keine Struktur kennen, keine Grenzen kennen und die in so einer Extremsituation auch extrem austesten. Wir erleben zum Glück wenig körperliche Auseinandersetzung, aber wir erleben viel, viel mehr hysterische Wutausbrüche, die dann nicht, die ein Mädchen hat und aufs nächste und aufs nächste und aufs nächste übergeht. Ganz anstrengend. Aber für die Mädchen insbesondere. Ich kann nach 24 Stunden ja nach Hause gehen, mal 1, 2 Tage. Aber das können die Mädchen nicht. Die leben da. Und das ist Wahnsinn. Am meisten Angst habe ich davor, dass sich die Mädchen bei mir oder Jugendliche in der Jugendhilfe, wenn die infiziert sind, müsste die ganze Gruppe unter Quarantäne gestellt werden. Also das ist Ausgangssperre, Punkt, bei Pubertierenden. Und das komplette Team, also die Bezugserzieherinnen und Erzieher, würden ja auch sofort ausgetauscht. Also von jetzt auf gleich müssten die Mädchen sich an fremde und vielleicht sogar fachfremde Mitarbeiter gewöhnen. Dieses Szenario wäre eine weitere Traumatisierung. Es ist so. Und das schnürt mir manchmal dann den Hals zu. Das kann ich nicht anders sagen. Weil was die alle eh für ein Päckchen in ihrem Rucksack haben, in ihrem jungen Leben schlimmste Sachen erlebt haben und gegebenenfalls jetzt noch sowas erleben müssen. Was jetzt uns auf allen Gruppen fehlt, ist tatsächlich zusätzliches Personal. Also es würde uns entlasten, wenn wir Erzieher oder Ergotherapeuten oder so Schulsozialarbeiter meinetwegen morgens 3 Stunden kämen, um uns bei der Aufgabenbetreuung zu unterstützen oder nachmittags Kreativangebote zu machen. So, das würde uns sehr helfen. Die gibt es aber nicht, weil das kostet ja Geld. Viel Arbeit, weil sich erst danach zeigen wird, was in dieser Zeit passiert ist und wie schwierig Familien mit dieser Krise umgegangen sind. Also jetzt in der Krise, dass Familien so eng aufeinander hocken, und Familien, die vorher vielleicht schon auch nicht eine Spielwiese von Reaktionsmöglichkeiten hatten, sind wir schon überzeugt, dass da Grenzen überschritten werden, also Gewalt als letztes Mittel für Familien häufiger passiert als vorher, weil man so eng aufeinander hockt. Und wir werden das erleben, wenn die Schulen, Kitas wieder aufhaben oder Jugendzentren, dass die Kinder verstörter sind, dass die Jugendlichen
kommen und sagen, ich bin grün und blau geprügelt worden, weil ich zu lange am Handy gespielt habe. Und es wird für uns alle in Kindergärten, in Schulen, in der Jugendhilfe, in der Beratung mit Eltern und Kindern viel, viel mehr Arbeit geben, viel, viel mehr. Die Kollegialität ist ganz groß geworden. Wir vertreten uns viel, viel selbstverständlicher gegenseitig, auch in den unterschiedlichen Gruppen. Ich glaube aber auch, dass die Mädchen aus dieser Zeit was Positives für ihr weiteres Leben mitnehmen, weil wir diese Zeit bearbeiten werden. Und die gehen gestärkt, die gehen wirklich mit einer Erfahrung gestärkt ins Leben. Die erste Forderung ist, dass das Kurzarbeitergeld auf 90% aufgestockt werden muss. Von 60 oder 67% wissen wir nicht, wie dann möglicherweise Miete, Strom, Gas, Wasser, die eigenen Kinder, das kriegen wir nicht bezahlt. Das ist so das eine. Und das muss jetzt und hier passieren. Und das andere ist, dass klar sein muss, die in der Sozialarbeit tätigen, ob es Erzieherinnen, Erzieher, Sozialarbeiter, Ergotherapeuten, müssen grundsätzlich besser bezahlt werden. Das ist schon eh eine Forderung lange von Verdi und die zeigt sich jetzt noch mal viel, viel deutlicher, weil wir den Laden auch am Laufen halten.